Hallo ihr Lieben, wir sind heute für euch beim Schau ins Land reisen Cup in Gummersbach, wo heute für die gute Sache gekickt wird. Es geht einmal darum, die Lukas-Podolski-Stiftung zu unterstützen und die Stiftung Tapfere Kinder von Rainer Kallmund. Wir freuen uns schon auf die Promis, es sind noch keine da, aber die kommen bestimmt gleich und ja, wir sind natürlich live für euch dabei. Was sind Sie denn für ein Fußballtyp? Schauen Sie es nur gern oder können Sie es auch selber spielen? Zum Leidwesen von Ramona, wenn wir mal zusammen Fernsehen gucken, wir haben ja mehrere Fernseher im Haus und ich Bayern München gegen, was war das letzte? Ja, Bayern München. Sie haben aber gewonnen, das weiß ich noch. Wann nicht? Ja, es gab auch jetzt andere Zeiten. Lass uns mal ganz spontan über Fußball quatschen. Nicht über Fortuna, nicht über den FC, aber was... Gott, das ist über Fortuna, das will ich nicht reden. Über Erste kann ich auch nicht reden, weil na, wir reden über was Schönes. Aber über Fußball können wir reden. Ich würde gerne wissen, was du für ein Fußballtyp bist. Ob bitte, du, was du für ein Fußballtyp bist. Ob du so ein Mitfieberer bist oder ob dir Fußball eigentlich nur WM und EM was... Nee, also ich fieber schon mit. Ja, also ich habe die Begeisterung ist schon da, gerade wenn mein Köln, ja, ist ein Auf und Ab, aber egal. Ich bin mit Begeisterung dabei, ich springe auf, ich schreie, ich bin eigentlich der Trainer. Okay. Verstehst du? Ja. Wenn ich vor dem Fernseher sitze, bin ich eigentlich der Trainer. Ohne dich läuft nichts. Ohne mich läuft da gar nichts. Frage, heute wird für den guten Zweck gekickt. Was muss denn eine Charity-Aktion mitbringen, damit du sagst, jo, das unterstütze ich? Dass mich das persönlich auf jeden Fall berührt. Ich mache auch nicht jede Charity-Aktion mit. Ich bin der Meinung, man muss nicht auch immer alles machen. Ne? Sachen, die mich persönlich berühren. Und ich bin wahnsinnig gern hier. Ich liebe Fußball, ich mag Lukas Podolski. Hat mich versucht, die letzten Jahre immer wieder einzuladen, aber aus zeitlichen Gründen musste ich immer absagen. Und jetzt bin ich erst mal wieder hier. Ich freue mich. Du kickst heute für einen guten Zweck. Warum gerade hier? Warum gerade hier? Weil ich das jetzt schon zum fünften Mal mache und weil Markus Kramp ein alter Freund von mir ist. Und wie du schon gesagt hast, ist es für einen guten Zweck. Also von daher ist ja erstmal die Idee da, dass wir heute uns alle zusammenfinden und viel, viel Geld sammeln. Und das hat ja die letzten Jahre gut funktioniert. Und von der Warte her bin ich, ja, deswegen bin ich heute hier und hoffe, dass natürlich auch wieder viel Geld zusammenkommt. Ja. Ja. Dann machen wir mal die Spielanalyse vom letzten Mal. Hast du dir irgendwas vorgenommen, was du besser machen möchtest vielleicht dieses Mal? Also dieses Jahr will ich auf jeden Fall ein Tor schießen. Habe ich letztes Jahr nicht geschafft. Ja. So, wir reden erstmal über die wichtigen Sachen, über das Essen. Wie war es denn gestern in Köln? Oh, lecker, Markus, oder? Du hast auch probiert, ne? War sehr lecker, oder? Also, das wird man gleich merken auf dem Platz. Ja. Sind alle relativ voll gefuttert. Und deswegen werden wir wahrscheinlich auch verlieren, aber lecker war es auf jeden Fall. Ich bin natürlich trotzdem ein bisschen, mein Herz schlägt so ein bisschen für den ersten FC Köln, klar, weil ich ja in Köln auch arbeite und so und den Anthony ein bisschen kenne, Anthony Modest, der da mal gespielt hat. Das wurde immer Daily Drama. Daily Drama, yeah. Was muss ein Charity-Event haben? Ein paar Leute, die man kennt und wenn man sagt, ach, die gucke ich mir nochmal an. Mal sehen, wie das so aussieht, so live aussieht. Mal sehen, der Dresd lebt ja noch. Ich kann ja noch auf den beiden Füßen stehen. Und wenn du nochmal Promi-Big-Baller zurückschaust, ja, ne? Würdest du denn sagen, es war gut, dass du mitgemacht hast oder meinst du im Endeffekt, so hättest du vielleicht einiges anders machen können? Also im Nachhinein, ich habe mir jetzt alle Folgen angucken können, im Nachhinein habe ich gesagt, das ein oder andere hätte ich echt anders machen müssen, eigentlich, aber wenn du selber in der Situation bist, ich spreche jetzt mal bewusst die rote Karte an, die ich weitergegeben habe, Amilo, wo ich jetzt im Nachhinein sage, bist du doof, du hast so eine riesen Fanbase, Leute stehen so in guten wie in schlechten Zeiten hinter dir und dann gibst du voll Depp, gibst du die rote Karte weiter, das war einfach nur, da hatte ich keine Eier gehabt, ganz ehrlich, ich habe gedacht, wenn ich die jetzt weitergebe, mich dem Voting stelle und ich fliege raus, da war für mich das Projekt nach 6 Tagen beendet und ich wollte ja unbedingt ins Finale. Ja. Das ist die Wahrheit und ich hatte keine Ahnung gehabt. Ja. Wenn ich dich in den sozialen Netzwerken sehe, ich finde das immer so schön, ich habe den Eindruck, du postest das, worauf du Bock hast und dass du quasi dir nichts drüber denkst, was andere darüber denken erstmal. Ja. Ist das wirklich so, dass du da abschalten kannst und sagst, ich habe so eine gesunde Leck mich im Arsch Einstellung oder ist das schon manchmal schwer, so einen Shitstorm mal einzustecken? Nee, ich freue mich ja über jeden schlechten Kommentar, der da steht. Ich freue mich ja darauf und das checken ja die meisten Leute ja gar nicht, dass ich ja da noch Spaß daran habe. Okay. Euer Tipp für die WM 2018 oder dein Tipp? Tipp, gut, ich bin ja Fan. Ich spiele selber nicht mehr, ich bin jetzt Fan und daher hoffe ich, dass wir Deutschland Weltmeister wird. Es wird nicht einfach, weil andere auch den Titel haben wollen, aber gut. Wir haben alle Voraussetzungen und alle Möglichkeiten und wir werden dann sehen, was so Mitte Juni dann mit dem ersten Spiel, wie die WM so startet. Ja. Also, ne, ich wäre gern wie Diego Maradona, bin ich aber nicht. Ich drücke die Daumen, obwohl du aus Köln kommst. Und du hast Düsseldorf, mach gut. Schön, mach gut, ja, hello, ne?